McDermott is the snapper. And the kick is no good! Wow! Servus und willkommen bei den NFL News. Was ein Spieltag in der NFL, Leute. Er hatte Spannung, er hat Spaß gemacht, er hatte Big Plays und er hat einfach alles das gehabt, was ein NFL-Fan sich wünscht. Und was wir noch hatten, er hatte vier Teams, die auswärts gewonnen hatten. Also alle vier Wildcard-Plätze sind weitergekommen in die Divisional Round und das ist so zustande gekommen. Kansas City gewann in Houston bei den Texans mit 30-0, obwohl ja eigentlich die Texans Defense eigentlich eine ziemlich gute Defense ist mit J.J. Watt, doch der kam diese Woche gar nicht zur Geltung. Er hat sich verletzt auch ein bisschen und deswegen konnte er einfach nicht so agieren wie in den letzten Spielen. Und 30-0 ist natürlich schon eine Ansage von den Kansas City Chiefs. Danach folgte der Krimi Pittsburgh Steelers gegen Cincinnati Bengals und das ging 18-16 aus. Nach einem missglückten Fumble in den letzten Minuten hatte Pittsburgh nun nochmal die Chance, auf ein Field Goal ranzukommen und das Ding zu gewinnen. Und dadurch konnten auch noch durch zwei Fouls von den Bengals die Pittsburgh Steelers profitieren, die ihnen 25 Yards nochmal einbrachten. Und somit ist Big Ben Roethlisberger in der Divisional Round. Am Sonntag um 7 Uhr abends hatten wir dann die Seattle Seahawks gegen die Minnesota Vikings und das war ein Spiel, Leute, minus 20 Grad. Ihr wisst, bei minus 20 Grad mal einen Ball zu werfen, es ist sauschwer und deswegen ging es auch nur 10-9 aus. Aber wir hatten den Mann des Tages, Blair Walsh. Er hat natürlich für die Seahawks das Field Goal, das entscheidende Field Goal, daneben geschossen. Und somit konnten die Seahawks dann 10-9 gewinnen. Im Anschluss hatten wir dann noch Green Bay Packers gegen Washington Redskins und ich fand auch, dass die Green Bay Packers überraschend mit 35-18 gewonnen haben, weil in den letzten Wochen hatten die Green Bay Packers nicht so eine überragende Offense und ich war eher eigentlich auf Seiten der Washington Redskins, weil die auch am Anfang eigentlich ziemlich gut agiert haben. Aber dann hatten wir natürlich den erfahrenen Mann mit Aaron Rodgers, der einfach ein super geiles Spiel gemacht hat gestern und sich natürlich auch so verdient hat, in die Divisional Round zu kommen. Der Playoff-Baum wächst. Und somit haben wir jetzt folgende Divisional Round. Die Pittsburgh Steelers spielen bei den Denver Broncos und das wird natürlich ein Duell der Quarterbacks Big Ben Roethlisberger gegen die Legende Peyton Manning. Peyton Manning ist in der 17. Woche wieder aufs Feld zurückgekommen, gleich einen Touchdown geschmissen. Also der ist eigentlich einigermaßen gut drauf, muss ich sagen. Dann haben wir die Kansas City Chiefs bei den New England Patriots. Und ich würde gar nicht mal sagen, dass die Patriots so eine gute Chance haben gegen die Kansas City Chiefs, da die Kansas City Chiefs sich einfach eingespielt haben jetzt und die Patriots die letzten zwei Spiele verloren haben. Das wird ein hochspannendes Spiel, ein sauoffensives Spiel, würde ich sagen. Wie wir ja gesehen haben, die Offensive der Chiefs mit 30-0 gegen die Texans ist auch mal eine Ansage und da können sich die Patriots warm anziehen. Dann haben wir natürlich einen Klassiker mit den Seahawks bei den Carolina Panthers. Russell Wilson gegen Cam Newton heißt es da. Die beiden besten Rushing Quarterbacks der Liga treffen aufeinander und das wird ein sau spannendes Spiel, weil die Offense Line von beiden einfach in letzter Zeit richtig gut drauf war. Und als letztes haben wir dann noch die Green Bay Packers bei den Arizona Cardinals. Und da würde ich auch sagen, dass es ein offenes Spiel ist, weil die Green Bay Packers hatten jetzt in der Wildcard Round natürlich eine geile Offense. Die Arizona Cardinals hatten natürlich insgesamt die beste Offense, aber das sagt nichts aus, wie wir gegen die Seahawks gesehen haben, haben sie ja auch 36-6 verloren. Jetzt habe ich mir gedacht, ich zeige euch noch einige Big Plays vom Wochenende, zum Beispiel den geilsten Touchdown des Jahres von Bryant, der Salto-Touchdown und noch einige weitere Szenen der NFL am Wochenende und dann wünsche ich euch viel Spaß. 12 Teams live in the dream. The 11 best games of the year to crown one champion. Off we go with the playoffs. And Niall Davis will bring it out from six deep. Davis across the 50. Davis is gone! Niall Davis starts the playoffs with a bang! 106 yards, touchdown Chiefs! That's one way to shut the crowd out. Hoyer fires, that ball's intercepted. That ball may have slipped right out of Hoyer's hand. Yeah. Underneath, he threw a pick in the red zone. It's intercepted, interception. Playoff shutout for Andy Reid and the Chiefs, 30-0. From the gun, Roethlisberger, end zone bound, and it is a touchdown. Well, look at the catch. As he tried to control it, make sure he didn't lose it. This is an amazing acrobatic effort. The quarterback is hurt. Roethlisberger fell on his shoulder. Ball is out. Shazier had it for a moment, and now it's picked up by Cockrell. Ben Roethlisberger trots onto the field. Roethlisberger
has the first down. Brown, the Steelers have come back behind Roethlisberger, re-entering the game and driving them with the aid of penalties to the game-winning field goal. Wilson on that roll, throws, caught, touchdown. Doug Baldwin, four-man rush. Pass caught, Rudolph down the sideline, he goes, and out of bounds at the 20-yard line. Broke away from Chancellor. McDermott is the snapper, and the kick is no good! Wow! Go figure. No good, not even close. There's no way to practice the pressure of a game-winning playoff field goal. Well, he got him again, Joe. He got him again. Gruden was trying to call timeout, didn't get it. End zone, pass is caught for the touchdown. Cousins for the touchdown. Spread him out and walk it in. Here's a toss to Starks running right. Touchdown, Green Bay. The Packers answer the touchdown by Kirk Cousins. He gets it. Touchdown. And it is a 14-point Packer lead. Three straight touchdown drives. Redskins out. Green Bay Packers moving on. Danke fürs Zuschauen bei den NFL News. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß und freut euch auf die Divisional Round. Servus.